Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Länderfinanzausgleich ist ein wichtiges, unverzichtbares Instrument, um die Finanzkraft der Länder, die sehr unterschiedlich ist, solidarisch auszugleichen. Und zur Wahrheit gehört auch, er zeichnet sich aktuell durch mangelnde Transparenz aus. Und deshalb war das wichtig, dass in das System mehr Transparenz hineinkommt und politische Verantwortung nicht verwischt wird. Eine Folge dieses Wirrwarrs waren regelmäßig politische Neiddebatten und gegenseitige Vorwürfe bis hin zu Drohungen, zum Bundesverfassungsgericht zu gehen, insbesondere der Geberländer. Die einen wurden beschimpft als nicht leistungsbereit und die anderen als nicht solidarisch. Die Konflikte, das wissen wir, verliefen dabei nicht nur zwischen Bund und Ländern, sondern auch zwischen Geber- und Nehmerländern, zwischen Flächen- und Stadtstaaten, zwischen alten und neuen Bundesländern. Und deshalb war diese Reform wichtig. Bund und Länder haben nun die von Ihnen beschriebene Paketlösung geschnürt. Vereinfachend kann man sagen, die Finanzhilfen des Bundes an die Länder steigen, werden teilweise dynamisiert. Der Bund erhält dafür mehr Kompetenzen. Und diese neuen Kompetenzen für den Bund wurden unter dem vielversprechenden Titel Maßnahmen für die Verbesserung der Aufgabenerledigung im Bundesstaat zusammengefasst. Stärkung des Stabilitätsrats, der die Schuldenbremse überwacht, Einführung einer Infrastrukturgesellschaft, Steuerungsrechte des Bundes bei Finanzhilfen, Kontrollrechte für den Bundesrechnungshof. Ich erinnere noch einmal an die Worte, die an diesem Pult anlässlich des 70-jährigen Jubiläums des Landtags Norbert Lammert, der Bundestagspräsident, gesagt hat. Er sagte, es wäre hilfreich, ich zitiere, wenn Landesregierungen und Landtage noch tapferer der Versuchung widerständen, die Aussicht auf eine finanzielle Beteiligung des Bundes für noch interessanter zu halten als die Wahrnehmung eigener Zuständigkeiten. Das war jetzt Lammertdeutsch, das heißt, kurz gesagt, die Länder müssen aufpassen, dass sie nicht immer mehr Kompetenzen abgeben und der Bund das mit Geld bezahlt. Und deshalb sage ich, das ist jetzt hier noch in Ordnung, aber für die Zukunft dürfen wir nicht weitere Kompetenzen der Länder an den Bund abgeben, nur weil die Finanzlage in einigen Ländern schlechter ist. Das muss das Prinzip in der Zukunft werden. Und deshalb haben wir gesagt, bei Ihren Verhandlungen, wir tragen das mit. Wir haben hier eine gemeinsame Resolution gemacht. Wir haben 2013 bereits eine eingebracht, dann haben wir dann gearbeitet, dann haben Sie Ihre gehabt. Wir haben jedenfalls am Ende vor den Verhandlungen gesagt, zusammen, wir teilen diese Richtung, das ist richtig, aber es kommt jetzt umgekehrt darauf an unseren Hausaufgaben, an der Stärkung unserer Wirtschafts- und Steuerkraft weiter zu arbeiten. Durch noch so ausgeklüngelte Systeme, wie demnächst das Geld verteilt wird, ändern wir nicht unser Problem, dass unsere Wirtschafts- und Steuerkraft zu niedrig ist in Nordrhein-Westfalen. Und das müssen wir uns jetzt vornehmen. Nun gibt es diese Lösung. Sie haben den Unterhaltsvorschuss gerade als ein Thema angesprochen. Ja, das ist eine wichtige Frage, insbesondere für Alleinerziehende, wie da auch vom 12. bis zum 18. Lebensjahr das Geld erhoben wird. Nur so, wie Sie es jetzt verhandelt haben, führt es wieder zu Lasten der Kommunen in Nordrhein-Westfalen. Wir haben nämlich Länder in Deutschland, Bayern, Brandenburg, Schleswig-Holstein, da tragen die Länder komplett diesen Anteil und deshalb ist das da relativ einfach. Bei uns tragen aber die Kommunen einen Großteil dieser Mehrkosten, denen zu sagen, ab 1. Januar müsst ihr das machen. Sie haben gerade angedeutet, dass man über das Datum noch mal sprechen kann. Na, bei uns tragen ein Großteil die Kommunen. Und das sind 100 Millionen Euro Belastung, die durch diesen Kompromiss zustande gekommen ist. Und deshalb brauchen wir hier eine Lösung. Sie können das nicht auf die Kommunen abwälzen. Das ist die wichtige Frage, die gilt. Nun ist die Frage, sind wir denn auch vom Ergebnis, von den Zahlen her erfolgreich gewesen?
Wenn man das bei der Verteilung der Finanzmittel pro Kopf rechnet, so sagen Sie ja bei anderen Statistiken immer, man muss pro Kopf rechnen, dann heißt das im Bundesschnitt 116 Euro pro Kopf, in Nordrhein-Westfalen 80 Euro pro Kopf. Damit, lieber Herr Mustafizadeh, es klang gerade hier am Pult so, als wäre Nordrhein-Westfalen der ganz große Gewinner, dank des besonderen Verhandlungsgeschicks der Frau Ministerpräsidentin. Und ich will Ihnen nur sagen, wir sind Vorletzter bei den Pro-Kopf-Ausgaben. Das ist immer unser Platz. Gut, sind wir ja einig. Jetzt kommt als Zweites die Frage, Geber- oder Nehmerland. Das war ja, Herr Mustafizadeh, das war ja die der Hauptantrieb, mit einem neuen Berechnungssystem dazu zu führen, dass wir nicht mehr Nehmerland sind, mit viel PR-Rhetorik begründet. Und jetzt ist die Frage, haben wir denn dieses Ziel eigentlich erreicht? Die Ministerpräsidentin sagt, Ruhrnachrichten, 15. Oktober, künftig ist klar, dass Nordrhein-Westfalen ein Geberland ist und bleibt. Frau Kraft sagt, wir sind ein Geberland. Wenn man sich die Zahlen genau anschaut, erfahren wir, dass aus der Umsatzsteuerumverteilung in Zukunft weiterhin ein Zuschlag von 113 Millionen Euro nach Nordrhein-Westfalen überwiesen wird. Wir sind nach den Zahlen, die heute vorliegen, weiterhin Nehmerland. Und jetzt kommt der besonders PR-begabte Finanzminister und sagt, ja, eigentlich gibt es gar keine Geber- und Nehmerländer mehr. Ja, vielleicht können Sie sich drei Plätze auseinandersetzen, mal einigen. Gibt es Geberländer oder gibt es keine Geberländer? Und wenn, sind wir Nehmerland oder sind wir Geberland? Diese Sprachverwirrung ist eine, Finanzminister Rheinische Post, nach dem ab 2020 gültigen neuen Regelwerk gibt es keine Geber und Nehmer mehr. Frau Kraft sagt, wir sind endlich wieder Geber. Also eines scheint da nicht zu passen. Sie verstricken sich in ihrer eigenen PR-Rhetorik, wie Sie das auch bei anderen Dingen machen. Sie machen es ja auch bei anderen Dingen. Sie erzählen, Sie sagen, seit 2010 haben wir 170 Milliarden Euro allein für Kinder und Familien und Bildung ausgegeben. Wird immer wiederholt. Jetzt kommt raus, 33 Milliarden Euro sind für pensionierte Lehrer. Pensionierte Lehrer kommen aber nicht Kindern zugute. Das ist in Ordnung, das muss man bezahlen. Aber Ihre PR-Rhetorik täuscht die Menschen, wenn Sie so tun, als wenn Sie mehr Geld für Kinder ausgeben. Sie täuschen mit PR-Tricks. Nächstes Beispiel. Hannelore Kraft, Watz. Wir haben heute im Ruhrgebiet mit 2,3 Millionen Menschen genauso viel Beschäftigte wie in den Hochzeiten von Kohle und Stahl. Guckt mal nach, 1,6 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. Dann sagt die Staatskanzlei, bessert nach, ja, die Ministerpräsidentin, ehemalige Unternehmensberaterin, Diplom-Kauffrau, habe den Begriff gemeint, im juristisch-technischen Sinne des § 7 Absatz 1 SGB IV. Nein, die Menschen interessiert, gibt es mehr Arbeit oder nicht? Und es gibt nicht mehr Arbeit im Ruhrgebiet. Das ist die simple Logik. Und da hängt dann wieder unsere Steuer- und Finanzkraft zu. Das hängt ganz eng zusammen. Seit Ihrem Amtsantritt, 1. Juli 2010, geht im Bund die Arbeitslosigkeit zurück um 22,7%. In Nordrhein-Westfalen um 9,7%. Hätten wir den gleichen Rückgang der Arbeitslosigkeit wie ganz Deutschland, hätten wir 100.000 mehr Menschen in Beschäftigung, 100.000 Kinder weniger in Armutsgefahr, 100.000 mehr Steuerzahler in unseren Finanzausgleich. So geht die Logik. Und wenn es dann um diese Arbeitsplätze geht, insbesondere im Ruhrgebiet, in der Stahlindustrie, der Chemieindustrie, der Aluminiumindustrie, auch der Energiegewinnung bei der Braunkohle, dann macht Ihre Bundesumweltministerin eine Deindustrialisierungspolitik mit immer mehr Auflagen,
Wir widersprechen dem. Ich erlebe im Präsidium der CDU, dass die Ministerpräsidentin von Sachsen, von Sachsen-Anhalt, auch der Brandenburgische bei Ihnen, für ihre Arbeitnehmer kämpfen. Und von Ihnen hören wir nichts. Und es musste gestern der Bundeswirtschaftsminister sein, der diese Maßnahmen, die Frau Hendricks macht, die von Ihnen ins Kabinett entsandt wurde, die gegen das Land Nordrhein-Westfalen macht. Da könnten Sie für Arbeitsplätze eintreten, widersprechen und fürs Industrieland werben. Ich weiß nicht, wir reden all die letzten Wochen mit der IG BCE, mit Verdi, mit den Unternehmen, die exakt beschreiben, was Sie da anstellen. Warum schweigen Sie dazu? Warum sagen Sie nicht in Berlin, ich kämpfe für die Interessen meines Landes, ich mache nicht nur Spatenstiche bei ThyssenKrupp, sondern ich kämpfe auch, dass da noch in Zukunft gearbeitet wird. Das wäre Ihre Aufgabe gewesen. Also, wir erleben viel PR. Drittes Beispiel kann ich auch noch nennen, Juncker-Plan. Sie sagen hier im Plenum des Landtags, Entschuldigung, Sie sagen im Plenum des Landtags, letzte Regierungserklärung 2015, darüber hat Nordrhein-Westfalen von den 315 Milliarden Euro des Juncker-Plans 3,7 Milliarden gemeldet. Diese Meldung möchte ich mal gerne sehen. Das Einzige, was gemeldet ist, ist eine einzige Initiative der NRW-Bank. Da gibt es 30 Millionen. Und das ist 1% von den 3,7 Milliarden, die Sie eigentlich gemeldet haben. Also es wird mit PR Politik gemacht und es wird an der Substanz nichts geändert. Und deshalb sage ich, wir müssen in der eigenen Steuer- und Wirtschaftskraft stärker werden. Der Kompromiss ist ein guter unter den 16 Ländern, aber er lässt uns in der Nehmerrolle. Und wir wollen, dass Nordrhein-Westfalen demnächst wieder Geberland ist, mehr Steuer- und Wirtschaftskraft hat, mehr Arbeitsplätze hat und wieder in die Spitze der deutschen Länder kommt. Das ist die Aufgabe, die Sie auch weiterhin haben.